So, ein gesundes neues Jahr natürlich noch allen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Go, beziehungsweise wieder Raid am Mittwoch. Wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Der Jahreswechsel ist vorüber, aber es werden natürlich noch die Jahresabschlussvideos weiterhin kommen. Zwei habe ich da noch vorbereitet. Kommt jetzt ein bisschen spät, weil das neue Jahr hat ja schon begonnen, aber die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein Arena-Video kommt noch und ein 100er-Video kommt auch noch mit den 100%igen Pokémon von mir. Aber jetzt erstmal hier mit den Highlights der Woche und am Ende natürlich wieder dem Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem 100% Isso, was der Defteris gebrütet hat. Coole Sache natürlich bei Baby-Pokémon, denn die könnt ihr nicht mit einer Map farmen oder euch absprechen, wo was sitzt. Da müsst ihr wirklich einfach Glück haben beim Brüten, ganz individuell. Deshalb Glückwunsch dazu. Dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, denn Spieletrend hat mein Video kommentiert. Das fand ich richtig cool, da habe ich mich gefreut wie ein kleines Schnitzel. Sehr genial, hätte ich auch gern. Glückwunsch und ein Tütchen. Bam. Dann gab es ein Shiny Knospi, das ich in meiner Shiny-Sammlung aufnehmen konnte. Auch richtig cool. Knospi gibt es ja noch nicht so lang. Wurde direkt auch als Shiny eingeführt. Kann man auch nur brüten. Momentan kam aus dem 7er Ei. Also richtig coole Sache natürlich. Der Lukas hat uns gezeigt, er hat in seinem Feldforschungsdurchbruch ein Shiny Arctos bekommen. Denn ihr wisst ja, die Vögel können als Shiny in dem Durchbruch vorkommen. Manche haben da schon was mitgenommen. Jetzt mittlerweile ist er im Januar ja wieder neu. Da könnt ihr also auch Ho-Oh und Lugia bekommen. Auch in der Shiny-Variante, das war noch alt. Und ein Arctos als Shiny, Glückwunsch dafür. Dann ein Screen vom Hoffi 6666. Oder hatte nur 3 Sechsen. Das ergibt nämlich voll den Sinn. Aber da stand irgendwo 4, glaube ich. Der hat ein 0% Stolrak gefangen. Das ist auch immer wie ein 100%iges. Nur natürlich noch seltener, weil 100er kriegt ihr ja auch aus Eiern oder aus Raids. Aber 0%ige könnt ihr wirklich nur wild fangen. Finde ich auch cool. Direkt so gefangen, nicht entwickelt. Einfach ein 0% Stolrak. Dann der Poketechno hat einen 96er Heatran wieder mal bekommen aus dem Raid und die Dinger gehen wirklich raus wie sonst was. Selbst Bob hat jetzt schon 6 Stück mit 15 Angriffen, 100er, 93er und 4 96er. Also da kann man sich eine Armee ranzüchten. Die Linsierer hat ein bisschen getauscht. Sie schreibt es auch hier, Tauschglück, und hat jetzt ein 100% Botogel in ihrer Sammlung. Glückwunsch auch dafür, richtig coole Sache. Dann habe ich wieder mal eine Gen 4 Entwicklung durchgeführt. Diesmal war es Gorgler zu Skorgro. Auch 100% auf Level 40 gemaxt. Lucky Pokémon, und das Teil sieht richtig cool aus. Wie eine Mischung aus Graf Dracula und den Gremlins von früher, wenn ihr die noch kennt. Der Fabian Prowatzki hat auch ein bisschen getauscht, hat uns mal gezeigt, dass er ein 100% Lilieb bekommen hat und ein 100% Aquana natürlich, noch auf sehr niedrigem Level, aber wenn er Bock hat, kann er das ja ein bisschen hochziehen. Wir haben damals immer alles mit Aquana gemacht, als es noch nicht die krassen anderen Legendären gab, war Aquana immer eins der besten und stärksten Pokémon zum Angreifen und zum Arena-Batchen, wie Iswo jetzt sagen würde. Der Boss Gigi, der wollte eigentlich nur was fragen wegen diesem Bewertungszeugs da oben und hat da aber sein 98%iges Shiny Lavados gepostet, um ein bisschen anzugeben. Nein, aber Glückwunsch dafür. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal hier drin vorkam oder er das für sich behalten hat. Jetzt haben wir es aber gesehen. Wieder ein Vogel und ja, Level 27. Entweder hat er das mal bei einem Raid bekommen am Vogeltag oder der hat es einfach hochgezogen von 15 auf 27. Das weiß nur er. Da fehlen mir jetzt die Infos. Der Keller hat noch ein 98%iges Lilieb gebrütet. Auch Glückwunsch dafür. Und die Linsierer in Coburg ein 98%iges Glibunge gefangen. Denn das ist ja jetzt neu im Spiel. Das ist eh nicht so oft da. Und da wollen viele natürlich gleich ein gutes mitnehmen. Ein 98er, das ist schon fast perfekt. Ich meine, mit dem Ding macht man an sich eh nichts, aber das sieht richtig cool aus. Auch die Entwicklung dazu natürlich. Der RWE Brian,
hat noch ein 100% Botogel gefunden auf Level 1 mit WP 15. Das kann man natürlich auch mal mitnehmen. 1094, das würde ich sofort hochziehen. Dann bin ich aufgestiegen mit Esmedics zu besten Freunden, gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte. René hat ein 100% Nebulak aus der Feldforschung bekommen. Schlecker im Nachtnebel, das wird auch ein richtig tolles Gengar, würde ich auf jeden Fall entwickeln und hochziehen. Ismo zeigt uns, wie sein Avatar einfach mal aus dem Bild geht, zur Seite tritt und sein Impagador nimmt er gleich mit. Einfach am Rand stehen, sieht richtig lustig aus. Und als nächstes kommt ja auch der Kanimani Day jetzt im Januar. Da freut er sich ja schon besonders drauf, dass er sich noch 20 Impagadors entwickeln kann. Und da will er ja auch hier sein und wir wollen den zusammen bestreiten. Dann haben wir noch einen Raid gemacht am Schwimmbad. 16 Leute, wie ihr seht, und das hat er mir abgescreent und geschickt, weil er gesagt hat, schau mal Ramses, die sind ja alle schwarz, was ist denn da los? Team Schwarz, wie immer unterwegs, hier beim Lord Vampire, Lord Vampir und Elisa Huhn, die schwarzen Schafe unter uns wohl, das soll uns was sagen. Horsti hatte dann Glück bei seinem X-Ray. Der hat nämlich einen 100% Deoxys bekommen jetzt in der Angriffsform gleich beim ersten X-Ray, was es jetzt gab. Also auch richtig coole Sache natürlich, richtig krass. Was man damit macht, weiß ich nicht, ob er es hochzieht, weil so krass ist das ja dann trotzdem nicht. Aber die Tatsache ist krass. Dann habe ich ein 98%iges Pichu mit Weihnachtsmütze gebrütet. Da habe ich mich natürlich gefreut. Genauso wie ein weiteres Shinux, was ein Raid abgeworfen hat. Also ich will ja immer sehen, dass ich von der Familie immer von jeder Form eins habe. Also ja, das müsste glaube ich auch mein drittes Set sein. Also müsste ich die Familie jetzt komplett auf der Hand haben. Dann bin ich noch aufgestiegen mit Binky Lotta auf beste Freunde. Der Hoffi hat was gebrütet und zwar ein 100% Krebskorps und gleich hinterher noch ein 100% Schellast. Auch richtig gute Sache, das Krebskorps würde mir selber auch noch fehlen in meiner 100er Sammlung. Schellast glaube ich auch, da habe ich nur einen 98er. Auf jeden Fall kann man sich das natürlich wieder aufheben für den Community Day, der irgendwann in 100 Jahren mal kommen wird. Würde ich noch nicht entwickeln, immer aufheben sage ich. Mein Mädchen, ja Pupsi, hat auch einen 100% Nebulak bekommen. Aus der Feldforschung würde ich auch zu Gengar machen, außer sie hat am Gengar-Tag natürlich schon 2 Millionen gute bekommen. Dann habe ich noch ein paar Mamfaxo gebrütet und da war auch ein 98er dabei, auch coole Sache, weil die wie gesagt nur aus Eiern kommen und ihr da auf gute IV hoffen müsst, da könnt ihr euch nicht absprechen oder mit Maps arbeiten. Dann gab es noch einen Shiny Magby hinterher, ist jetzt glaube ich auch das dritte, was ich habe. So kann ich also auch von jeder Form eins machen und das Magbrand habe ich ja noch nicht entwickelt. Könnte ich jetzt also wirklich durchziehen und da ein Shiny Magbrand machen, da ich keinen 100er habe, noch nicht, wird wahrscheinlich auch nicht kommen, bin ich gar nicht aus, ja, ja, egal. Und der Brian nochmal mit einem 98%igen Vivian, was auf dem Markt gesessen hat, da war ich aber nicht zugange, hab mir das nicht geholt, wollte es trotzdem mit reinnehmen. Vivian, auch für viele ein Lieblings-Pokémon, wenn ich da immer an Max denke, der ist ja immer abgegangen bei Vivian und joa, kann man mitnehmen. Dann der andere Brian, nämlich der Brain aus Thema, hat ein 100% Lavita gebrütet und das finde ich richtig cool für ihn. Aber kotzt mich natürlich mächtig an, denn nach gefühlten 200 Despotar-Raids habe ich immer noch keinen 100er. Immer noch keinen 100er und er hat jetzt auch eins und der linke Networks hat ja letztens auch eins gebrütet in Coburg. Jetzt der Brain auch eins, aber mir fehlt das noch und ich glaube, ich werde niemals eins bekommen. Dann waren wir an Silvester in Hessberg bei der Familie und da habe ich noch eine alte Feldforschung entdeckt. Also eine Aufgabe bei einem anderen Account, ist ein Schlurp rausgekommen, das auch Lieblings-Pokémon von Ismo natürlich. Der wollte dann, dass ich dann ein Foto mache mit ihm zusammen. Ist leider sehr dunkel, aber er streckte auch die Zunge raus, fand das lustig, dass er und das Schlurp da verewigt sind auf diesem Bild. Das Jahr fängt super an. Linsira bei einem weiteren Heatran Raid. Wieder ein 98er bekommen. Ich sag ja, die Dinger, die gehen raus und die Leute sind auch da und wollen die machen. Und heute früh, die neuen Feldforschungen sind ja da, hat sie auch gleich noch ein Pandir Nummer 5 bekommen.
hat sich das nämlich ganz schlau gemacht. Sie hat einfach die Aufgabe mit dem Pandya, als sie damals war, hat sie gelöst, hat sie aber nicht eingelöst, hat sie aufgehoben und hat sie jetzt, wo die neue Form da ist, einfach angenommen und hat direkt also die Form Nummer 5 bekommen, was sehr schlau war, da die Aufgabe ja jetzt auch gestiegen ist. Sonst hieß es, ihr müsst einen großartigen Curveball landen oder einen großartigen Wurf und dann habt ihr direkt das Pandya bekommen, also die Aufgabe erfüllt. Mittlerweile sind es schon 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander in einer Reihe, ohne abzusetzen, ohne Fehler zu machen. Das ist bisher die schwerste Aufgabe von Pandya, die es bisher gab. Aber ist natürlich schön, wenn das eine kleine Herausforderung darstellt und dass den Leuten nicht so hinterhergeschmissen wird. So müsst ihr auch was dafür tun. Und bei einem Raid ist das eigentlich keine große Sache. Wenn man da 18 Bälle hat und 18 Mal hintereinander einfach fabelhaft trifft, dann wird man wohl 5 großartige Curveball-Würfe schaffen. Es gab ja eine riesen Übersicht natürlich, was sich jetzt alles geändert hat bei den Feldforschungsaufgaben. Ist ja jetzt auch heute gepostet worden überall. Hätte ich mir gerne mit euch angeschaut, aber ich habe euch ja versprochen, das nächste Mal Raid am Mittwoch wird wieder am Mittwoch kommen. Sonst hätte ich heute die Feldforschungen mir anschauen müssen mit euch und wir hätten morgen Raid am Mittwoch gemacht. Aber ich habe gesagt, Mittwoch ist Mittwoch, Donnerstag ist Donnerstag und die anderen Videos zum Jahresabschluss muss ich ja auch noch raushauen, die 2. Deswegen lassen wir das einfach weg. Vielleicht gucken wir es uns später nochmal an. Wenn nicht, hat es ja eh schon jeder im Internet nachgelesen, da brauche ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Aber Pandya ist zurück in der Form Nummer 5 und viele Shinies noch dazu. Es wird der shiny-reichste Monat wohl, den es gibt. Januar und Februar habt ihr jetzt also neue Aufgaben mit vielen Shinies dabei aus den vergangenen Monaten. Und dann haben wir noch eine eigene Nummer. Sehr schön, weil das nämlich immer die Sachen im Telefon durcheinander bringen. Das müsste der Bockwurst-King sein. Fast perfekt. Hat ja ein 98%iges Lavados noch bekommen. Auch aus dem Feldforschungsdurchbruch. Auch richtig gut mit 3400. Ich glaube, mein Bestes war ein 96er aus einem Raid damals. Hatte also ein besseres als ich. Könnt ihr hier für PvP nutzen, wenn er möchte. Oder hochziehen, aber kann sie eigentlich so lassen. Kann er ja so direkt nutzen. So, was haben wir noch? Nichts. Das war's jetzt von der Seite aus. Wir kommen noch kurz zurück mit dem Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist diesmal ein 100% Pichu aus dem Ei geschlüpft mit Weihnachtsmütze. Das Ganze von El Woppy, oder der nennt sich, glaube ich, Ibims 1 Woppy im Spiel. Und das fand ich cool, weil der ist auch korrekt und der schreibt auch viel mit mir in letzter Zeit und hat mir das gesendet und hat mir das gezeigt. Ich bin ja ganz knapp dran vorbeigekommen, habe nur ein 98er bekommen, aber ich finde, das passt natürlich zum Event, weil jetzt Weihnachten war, weil der Jahreswechsel war. Das war jetzt das, was im Fokus stand. Das ist in der nächsten Folge, gibt sie schon gar nicht mehr, könnt ihr dann auch nicht mehr bekommen. Sozusagen hat jetzt hier reingepasst und ein 100%iges aus einem Ei ist immer eine coole Sache. Erst recht, wenn es ein Event Pokémon ist, weil Babys, da hatten wir auch dabei mit einem 100% Pi oder was das war, aber das können ja das ganze Jahr über bekommen, das eben nicht. Das gab es jetzt, 100% Pichu mit Weihnachtsmütze. Grüße gehen raus an El Woppy und das war's von jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.